Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Nun gibt es also einen Preis, den die Deutschen zahlen sollen für die von den Nazis begangenen Verbrechen an der griechischen Bevölkerung. Knapp 280 Milliarden Euro will Athen haben. Und man kann darüber streiten, ob diese Forderung überhaupt berechtigt ist. Man kann aber auch darüber streiten, ob es klug ist, dass die jetzige Bundesregierung eine Entschädigung für das Weltkriegsunrecht wiederholt abgelehnt hat. Dass griechische Politiker aber gerade jetzt solche Rechnungen aufmachen, erweckt den Eindruck, Athen könnte eine alte Schuld gegen aktuelle Reformappelle aus Berlin auszuspielen versuchen. Da strapaziert nicht nur die Beziehung zwischen beiden Ländern, sondern auch die Nerven in der deutschen Regierung. Peter Dalheim. Und wieder ein Paukenschlag aus Athen. Gestern Nacht beziffert der stellvertretende Finanzminister vor einem Parlamentsausschuss die Höhe der Reparationsforderungen an Deutschland. Gemäß unserer Berechnungen beläuft sich die Schuld auf 278,7 Milliarden Euro. Während der deutschen Besatzung kamen Hunderttausende Griechen ums Leben, die meisten durch Exekutionen, Massaker, Hunger oder Krankheiten. Und dann zwangen die deutschen Besatzer die Griechen, ihnen einen Kredit zu gewähren. Allein daraus errechnet der stellvertretende Finanzminister eine Rückforderung von gut 10 Milliarden Euro. Aus Berlin vernimmt man in Athen weitgehend ablehnende Kommentare, auch aus der Regierung. Ich finde es ehrlich gesagt dumm. Die Griechen haben ein Interesse daran, dass ihnen für eine veränderte Politik Spielräume eröffnet werden. Der Athener Ökonom Aristides Chatzis hält es für inakzeptabel, die Zahlen im Zusammenhang mit dem Schuldenproblem zu präsentieren, und er zweifelt. Ich sehe da methodologische Probleme. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie da gerechnet wurde. Noch fehlt eine Stellungnahme der griechischen Regierung, ob sie eine solche Forderung tatsächlich gegenüber Deutschland erheben will. Dieser Ort sieht aus wie hunderte andere in Deutschland. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man den schwarzen Fleck, der eingebrannt ist in die Geschichte von Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Erst die Demos gegen Asylbewerber, dann brennt am Wochenende der Dachstuhl einer geplanten Flüchtlingsunterkunft und nun auch noch Morddrohungen gegen den Landrat. Doch wie lautet heute die Antwort aus Tröglitz? Asylsuchende werden hier trotzdem aufgenommen. Patricia Klima und Iris Völlnagel. Der Dachstuhl abgebrannt, das Asylbewerberheim unbewohnbar. Immer noch hat Tröglitz kein anderes Thema. Weiter unversöhnlich, Befürworter und Gegner des Heims. Wirtschaftsflüchtlinge, genau, die auf unsere Kosten gehen. Kriegsflüchtlinge, die können hierher kommen. Dummheit und Hass ergibt Gewalt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Von den Tätern bislang keine Spur. Hinweise werden mit bis zu 20.000 Euro belohnt. Die Landespolitik bemüht sich um Schadensbegrenzung. Tröglitz sei einer von vielen Orten, in denen so etwas passiert, erklärt Innenminister Stahlknecht. Sie können Lübeck nehmen, Sie können einen Bereich in Franken nehmen, Sie können Nordrhein-Westfalen. Hier ist es politisiert durch die NPD. Das mag vielleicht ein gewisser Unterschied sein. Aber das ist etwas, was sich an vielen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland in letzter Zeit abgespielt hat. Insofern ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem, nicht nur hier in Sachsen-Anhalt. Der zuständige Landrat hatte Morddrohungen erhalten, weil er Flüchtlinge in Tröglitz unterbringen will. Daran hält er fest, trotz der Drohungen. Sie können sich vorstellen, dass das auch für meine Angehörigen, meine Familie, meine Kinder keine leichte Situation ist. Anfang Mai sollen die ersten Asylbewerber nach Tröglitz ziehen. Vorerst werden es nur 10 sein und sie sollen privat untergebracht werden. Es gab weitere Nachrichten des Tages. Thorsten Schröder. Im Tarifkonflikt um die Gehälter von Kita-Mitarbeitern ist heute eine neue Welle von Warnstreiks angelaufen. Zum Auftakt blieben viele Kitas in Hamburg und Niedersachsen geschlossen. Am Donnerstag gehen die Verhandlungen in die nächste Runde. Die Gewerkschaften wollen durchsetzen, dass das Kita-Personal generell höher eingruppiert wird. Der Verband der Fliegerärzte fordert nach dem Germanwings-Absturz strengere Untersuchungen für Piloten von Passagierflugzeugen. Dabei geht es laut Verbandspräsident Teichmüller vor allem um Möglichkeiten, mit gründlicheren und häufigeren Labortests den Konsum von Psychopharmaka und Drogen nachzuweisen. Diese Forderung geht weit über die bisherige Praxis hinaus.
Im Jemen setzt das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis die Bombardierungen fort, trotz internationaler Rufe nach einer Waffenruhe. Kampfjets fliegen seit Ende März Angriffe, um den Vormarsch der schiitischen Houthi-Miliz zu stoppen. Nach UN-Angaben wurden bereits mehr als 500 Zivilisten getötet. Die Krankenhäuser sind völlig überlastet. Welche Strafe ist angemessen für einen, der sich vor Gericht für den Mord an drei Menschen verantworten muss und für die vielen Verletzungen und seelischen Traumata von zig Männern und Frauen, die vor 2 Jahren einfach nur den Boston-Marathon mitliefen oder besuchten, eine völlig unpolitische Sportveranstaltung? 2 Brüder sollen damals die selbstgebastelten Bomben gezündet haben. Einer der mutmaßlichen Täter wurde kurz darauf auf der Flucht erschossen. Über die Schuld des anderen berät seit heute in den USA eine Geschworenenjury. Stefan Niemann. Ist Dschochar Tsarnaev schuldig oder nicht schuldig? Darüber entscheiden ab heute die 12 Geschworenen in Boston. Der Staatsanwalt beschrieb den heute 21-jährigen Angeklagten als gewissenlosen Terroristen. Mit seiner Bluttat habe er Amerika bestrafen wollen. Aus islamistischen Motiven habe er vor knapp 2 Jahren mit seinem Bruder den Bombenanschlag auf den Boston-Marathon verübt. Am 15. April 2013 waren im Zieleinlauf kurz nacheinander 2 selbstgebaute Sprengsätze der Brüder detoniert. 3 Menschen waren sofort tot, es gab 260 Verletzte, 16 Opfer verloren durch die Wucht der Detonation Arme oder Beine. Die Attentäter hatten bei ihrer Flucht einen Sicherheitsmann erschossen. Dann kam auch Tamerlan Tsarnaev ums Leben. Dschochar wurde erst nach einer 4-tägigen Großfahndung gefasst. Der Gesuchte hatte sich in einem Motorboot versteckt. Sein Bekennerschreiben auf die Bootswand gekritzelt, die Beweislast erdrückend. Selbst Tsarnaevs Anwältin, eine erklärte Gegnerin der Todesstrafe, räumte seine Tatbeteiligung ein, sieht ihn aber als Opfer seines bösen Bruders. Der Ältere sei der Drahtzieher gewesen. So will die Verteidigung verhindern, dass Dschochar Tsarnaev für den Bombenanschlag von Boston zum Tode verurteilt wird. Bleibt noch schnell der Blick aufs Wetter. Und dass diese Aussicht hier hinter mir ausgerechnet in dieser Halbzeitpause schwarz-gelb anmutet, ist reiner Zufall. Der Himmel könnte selbstverständlich auch Hoffenheim blau sein. Was wir Ihnen damit sagen wollen, es wird Frühling und deutlich wärmer. Und gleich geht's weiter mit Gerd Delling und Mehmet Scholl.